Ja, stell dich mal ganz kurz vor, wer bist du? Was machst du hier? Ja, also ich bin Thomas Fuchs und ich bin Fantastenics auf allen Social Media Kanälen und ich habe angefangen mit Parkour, da war ich glaube ich 48 und habe es seitdem immer weitergemacht, weil es richtig Spaß macht. Wie alt bist du jetzt? 54. 54, also seit 6 Jahren machst du das, Ja, so genau, grob seit kann fast man 6 Jahren sagen. schon. Wir haben dich vorhin beim Erwärmen gesehen und beim Springen hier schon, also beim Parcourspringen. Erklär mal bitte ganz kurz Parcours. Wenn ich das richtig verstanden habe, du suchst dir an einer Stelle etwas aus, wo du bestimmte Abläufe einüben möchtest und dann übst du das so lange, bis das perfekt aus deiner Sicht klappt. Also normalerweise fahre ich einfach mit dem Fahrrad rum. Ich Ja. habe eine Idee im Kopf oder auch nicht und dann halte ich irgendwo an, wo ich sehe, hier könnte ich was machen. Zum Beispiel einen neuen Sprung oder eine neue Kombination, die ich bisher noch nicht gemacht habe. Das kann irgendwo in der Stadt sein oder manchmal auch in der Natur. Ja. Warum bist du kein Fitnessstudio-Typ? Ich habe es ausprobiert. Ich war mehrere Male in meinem Leben im Fitnessstudio. Ich war auch mal sehr muskulös und habe 7 Kilo Muskelmasse zugenommen, ganz schnell und habe mich sehr gelangweilt dabei. Also ich habe Okay, festgestellt, das immer ist nichts für so mich. oder so. Ja, vielleicht muss ich einen anderen Typ von Fitnessstudio suchen, aber ich bin viel lieber draußen. Jetzt bist du draußen. Jetzt haben wir einige Sachen von dir gesehen. Ist das nicht ein bisschen gefährlich? Es ist gefährlich, wenn man nicht trainiert ist. Es ist gefährlich, wenn man Sachen macht entgegen dem eigenen Gefühl. Ja. Das sind die zwei Faktoren. Und woran merkst du das mit dem Gefühl? Ja, Am ich Gefühl? merke, ob sich's okay anfühlt oder sogar gut, dann kann ich es machen. Wenn ich Angst habe oder Bedenken oder ich will nicht richtig eigentlich und nur mein innerer Antreiber treibt mich vorwärts, dann sollte ich es nicht machen. Du bist Leipziger? Ich bin Leipziger, ja. Wo trainierst du in Leipzig am besten? Am liebsten? Also sehr gerne trainiere ich hier in Ja, der der Spinnerei, Spinnerei. dann auf der Alten Messe Ja. und im Agrarpark und es gibt ganz viele Orte, vielleicht 100 kleinere Orte, wo ich trainiere. Wo du trainierst. Und dann, wie oft machst du das? Fast jeden Tag. Fast jeden Ja, Tag. fast jeden Tag ein bisschen, würde ich sagen. Okay, So eine also so Stunde. eine Stunde. Darf ich fragen, was machst du sonst im normalen Leben? Also ich bin Coach. Ja. Ich berate Menschen in unterschiedlichen Ja. Lebenssituationen, besonders im Bereich Motivation und Selbstmotivation. Ja. Dort bin ich einfach gut, mit mir selber auch. Und ich baue mir gerade mit dem Parcours und über Social Media etwas auf. Hier sind meine selbstgemachten T-Shirts, Ja. ein Beispiel davon. Der Tim Und blendet dann gleich mal die Webseite ein, der das gerade dreht jetzt für uns, ja, ja. und die verkaufe ich schon. Die verkaufst du, die T-Shirts? Ja, ich habe jetzt 70.000 Abonnenten auf Instagram und 150.000 auf TikTok. Ja. Das wächst langsam, ja. Und jetzt machst du dieses Training. Du musst ja, bist ja auch selber Kameramann quasi. Du filmst das ja auch für dich selber. Ich habe eine Technik entwickelt über die Jahre, wo ich mich alleine Ja. filmen kann. Ich nehme eine GoPro 360 Grad Ja. und dann schneide ich das hinterher. Ja. Also ich schneide aus der Kugel die Ausschnitte raus und lasse die sich bewegen, die ich haben möchte. Ja, und du hast das auch selbst beigebracht, so das Genau, Ganze. ich habe das einfach gelernt nach und nach. Cool. Und jetzt sagst du trainierst fast jeden Tag ein bisschen. Was ist das bisschen? Ist das eine halbe Stunde, 10 Minuten? Ich mache in der Regel zweimal Stretching am Tag. Ja. Also Dehnen ist sehr wichtig. Und ungefähr eine Stunde, würde ich sagen, im groben Durchschnitt am Tag. Aber ich bin gerne draußen, das heißt, ich hänge dann auch irgendwo zwischendurch ab und chille und trinke meinen Kaffee oder hinterher mein Bier. Ja. Das heißt, ich kann das gar nicht so genau spezifizieren, was ist nun der wirkliche Parcours davon. Ich schätze mal eine Stunde und die Stunde bewege ich mich auch nicht dauernd, sondern da bin ich viel am Tüfteln und am Ja. Experimentieren und so. Mir ist aufgefallen, du trinkst wahnsinnig viel Kaffee, genauso wie ich. Nur sehe ich nicht so aus wie du. Also es muss ja ein bisschen Unterschied sein zwischen uns. Aber ernährst du dich auch anders? Ich esse viel Bio. Ja. Ich könnte sagen, zu 70, 80% Bio. Ja. Ich esse, ich würde sagen, 50, 60% Obst einfach und den Rest einfach durcheinander, alles. Was gab es heute Morgen zum Frühstück? Pfirsiche, dann gab es Zwieback, weil ich kein Brot mehr hatte und einfach Schokoaufstrich. Du hast mit 44 angefangen. Ich glaube, mit 48 Und sogar sogar. Mit 48, 48, mit ja. 48, ja, mit 4, wie waren die ersten Anfänger? Also ich muss sagen, ich habe vorher noch ein Jahr erstmal Calisthenics gemacht. Ich konnte nämlich keine ordentlichen Liegestütze und schon gar keine Klimmzüge. Kannst du jetzt welche? Das heißt, nicht Nur besonders, lass ruhig Mikro dran, das halt nicht nicht. besonders gut. Ich habe auch meine Hand am Computer überarbeitet, Ja. nicht beim Parcours. Deswegen muss ich ein bisschen aufpassen, aber ich denke, es geht. Sowas.
Ja. So, ich mache aber jetzt nicht mehr, ich muss auf die Handmuskel aufpassen. Ja, ja, ja. So, also ich würde keinen einzigen hinkriegen? Ja, ja. Und ich habe mich dann schrittweise erstmal ein bisschen aufgebaut und dann fand ich das zu langweilig und habe nach was anderem gesucht, zusätzlich oder... Und ist das gefährlich, wenn du es so machst? Parkour ist an und für sich nicht gefährlicher als Computerarbeit. Du siehst, ich habe mir mein Handgelenk ein bisschen beschädigt an dem Computer. Mhm. Und beim Parkour habe ich mir eigentlich weniger getan, könnte man sagen. Blaue Flecke schon. Mhm. Auch schon mal eine Überlastung von dem Fußgelenk, wenn ich sehr viel von irgendwas runterspringe. Aber ich würde sagen, wenn man es mit der richtigen Haltung macht, inneren Haltung, ist es nicht besonders gefährlich. Ja. Jetzt ist das ja, sage ich mal, oft auf Privatgelände oder zumindest theoretisch auf Privatgelände. Auch hier wären wir, glaube ich, rein theoretisch auf Privatgelände. Hast du schon mal Ärger bekommen? Nein. Also es kommen manchmal Security-Leute, ziemlich selten, aber die sind in der Regel freundlich und manche sind sogar zu Fans geworden. Ja. Also es gibt zumindest einen Fall. Also hast du deine Karte immer gleich mit und kannst sagen, hier, meine Karte habe ich mit, Social-Media-Account genau, und du kannst rein. Genau. Das hat mit Security noch nicht so geklappt, mit der Karte, aber das klappt mit Leuten, die einfach so vorbeikommen und neugierig sind und dann gibt man schon mal die Karte, das ist klar. Wenn du jetzt trainierst, was ist dein Lieblingsort? Also mein Lieblingsort ist zum Beispiel hier die Spinnerei, wo wir gerade sind, weil das die Kulisse ist, weil die Kulisse so wunderbar ist. Das ist wie ein Theater, ne? So ein bisschen, fast schon. Ja, mit dem Schornstein und so weiter. Und es gibt hier so viele Ecken, wo man unterschiedliche Sachen machen kann. Zweitens die alte Messe. Dort gibt es auch vielfältige, unterschiedliche Winkel und Ecken. Dort sollte man allerdings eher lohnt sich eher am Wochenende, am Sonntag hinzugehen, dann haben die Läden nicht offen. Und der Aquapark, besonders im Sommer, weil ich dort nach dem Baden hingehen kann, abends, wenn es so ein bisschen kühler ist. Ja. Machst du sonst Sport? Weil du gerade Baden sagst, also du schwimmst nicht noch vorher durch den Kossi eine Runde? Nö, ich schwimme ganz normal ein kleines Stückchen, aber ich springe auch ganz gerne in Kossi, sogar lieber, dass ich mir Saltos beibringe und sowas. Und ich fahre mit meinem Fahrrad fast jeden Tag eigentlich. Ich fahre eigentlich 95% meiner Wege mit dem Fahrrad. Ja, und gut, da sind wir ja schon mal gleich. Mache ich auch. In der Richtung. So, wo kann man dich erreichen? Ne? Also man kann mich über Instagram, TikTok und YouTube erreichen unter dem Namen Fantasthenics. Und über meine Webseite natürlich, die heißt fantasthenics.com. Ja. Auf Deutsch, auf Englisch. Gehen steht auch hier, hast du schon schön drauf gemacht. Genau, habe ich schon hier drauf gemacht. Ja. Okay, dann sage ich erstmal vielen Dank an der Stelle. Vielen Dank für deine Zeit. Und wir zeigen jetzt, liebe Zuschauer, Ihnen noch mal ganz kurz ein, zwei Parcours von dir, die wir vorhin aufgenommen haben. Und ja, genießen Sie das. Und wer mitmachen möchte, kann sich an ihn wenden, an Thomas wenden. Und dann geht's los. Und du bietest das auch als Coaching an? Im Moment noch nicht. Nein, das ich noch bin nicht. Ehrlich gesagt bei Parcours-Techniken nicht gut genug. Ja. Da müsste ich wirklich Methodiken entwickeln, da müsste ich die ganzen Hintergründe verstehen. Ja. Und ich bin mehr der Künstlertyp, der sich das selber beibringt durch Trial and Error. Also ich bin nicht dieser methodische Typ. Okay. Und das heißt, dein Coaching macht wirklich mehr auf Motivation? Mein Coaching ist Motivation und Inspiration, genau. Da habe ich Erfahrung, da bin ich schon seit 12 Jahren Profi. Wie kommt man dazu? Jetzt muss ich doch nochmal weiterfragen. Also ich habe mich damals schon vor 12, 15 Jahren sehr dafür interessiert, wie kann ich in meinem Leben glücklich sein. Und bist du glücklich? Manchmal ja, manchmal nicht. Das ist so. Ich habe festgestellt, das ist von äußeren Umständen nicht so sehr abhängig, sondern eher von den Gedanken, die man gerade denkt. So, das ist die Erkenntnis so aus 10, 12, 15 Jahren. Und ich habe damals schon nach Methoden gesucht, zum Beispiel NLP habe ich viele Ausbildungen gemacht und auch andere Methoden, Stress und Trauma, Bekämpfung und so weiter. Und ich habe mit der Zeit immer mehr gemerkt, sich auf das Positive auszurichten, also positiv zu denken, positiv zu fühlen, ist das Wirkungsvollste, was es so gibt. Also negative Nachrichten ignorieren und einfach so weit wie möglich und positiv nach vorne denken. Wie sieht dein typischer Tagesablauf aus? Also normalerweise nach dem Frühstück setze ich mich oft erstmal an den Computer, weil ich Vormittag und nachts ganz gut arbeiten kann am Computer. Und wenn ich keine anderen Termine habe, gehe ich einfach nachmittags raus und mache meine Trainingsrunde und nehme dann auf und dann treffe ich Freunde danach. Oder ich chille einfach irgendwo auf der Sachsenbrücke zum Beispiel mit einem Bier.
Ja, und wenn da nichts weiter anliegt, gehe ich nach Hause und mache meine Nachtschicht am Computer. Das heißt, Bier ist erlaubt für die gesunde Ernährung? Ja, nach dem Parcours. Ja. Ja, vorher habe ich keine guten Erfahrungen damit. Ja, dann also nochmal vielen Dank und ja, was sagt man eigentlich, was wünscht man sich? Gibt es eigentlich keinen besonderen also, Gruß Sprung. Oder sowas? Guten Sprung könnte man sagen, ja, ich danke dir. Okay, danke. Herzlichen Dank. Bis dann und bis demnächst hier auf dem Kanal und schauen Sie einfach mal vorbei, wir werden noch andere solche Videos machen.